Eben. Ach, jetzt hat das real. Ach so, warte. Man kann das aktivieren und deaktivieren. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Carla Cox schreibt zurück nach Kassel, kannst du ja einen der Tunnel nehmen. Ja. Könnte man machen. An dieser Stelle viele Grüße an dich, fleißiger Kommentarschreiber. Und auch natürlich viele Grüße an alle anderen. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, dass es jetzt hier so zum Ende nochmal 4 Tote gab. Das ist natürlich tragisch. Das ist vielleicht die Rache dafür, dass wir versuchen, den Wald genau, der fährt da lang. Genau, das ist das, was ich will. Dann kriegt man hier nämlich frei. So, dann können wir erstmal wieder den Verkehr aufnehmen. Hier hinten ist wahrscheinlich schon alles dicht hier. Ja. Ja, genau. Oh. Och, bis wohin stehen die denn? Hier hinten ist Ende. Einmal im halben Kreis rum Stau. So, dann können wir nämlich ganz einfach hier das aufs zweite Gleis schieben. Ach, ich wollte absenken. Tunnel durch und dann dort merchen. Das müsste funktionieren. Genau, so. Jetzt den Spaß noch hier ankellen. Das Schlimme ist, ich habe ja gerade den Kommentar von Carla Cox vorgelesen, mit der Rückfahrt kannst du den Tunnel nehmen. Das Schlimme ist eigentlich in den Kommentaren, ich weiß dann gar nicht mehr so, um was ging es da eigentlich, ne? Also, Kiesheimwald, ist es unserer? Eh, der Falsche, sag mal, willst du mich verarschen? Willst du mich einfach nur verarschen? Das ist der falsche Kiesheimwald. Warum fahren da keine LKWs hin? Was ist denn der Grund davon? Kann mir das mal jemand erklären? Warum fahren da keine LKWs? Was haben wir denn da wieder für eine Grütze gemacht? Also ich, ihr guckt ja nur zu. Dann reißen wir es halt weg. Vielleicht ist das ja auch die Lösung für die Station. Los, komm, die Wertung ist ja schlecht. Das muss doch jetzt mal. Oder gibt es noch ein schlechteres Fahrzeug, was man nehmen kann, was noch langsamer fährt? Und noch weniger beladen kann? Hier 13 und 10 Tonnen. ...24 und 5 Tonnen. So, kommen wir. Wir nehmen ja so einen Wheeler Steam Flatbed Truck. 16 km/h, 12 Tonnen. Komm, der macht das jetzt so. Ist das der hier gerade? Ja, genau. Fahr ins Depot. Tausch dich aus. So, nutzen wir das zweite Gleis überhaupt? Oder haben wir jetzt den ganzen Umbau hier? Ach so, ja, Moment, kann ja gar nicht funktionieren. So, mal gucken, ob ich das jetzt noch ein bisschen entspannt hier, die Situation. Der erste fährt schon mal dort rein, das ist gut. Aber das ist halt, die Züge verteilen sich jetzt so ein bisschen. Die Holzzüge müssen jetzt nicht hier unten auf das Gleis, sondern können auch das mittlere benutzen. Gucken, ob das schon mal irgendjemand macht. Ja, vielleicht. Irgendwann mal. Na gut, das hört sich aber. Es ist, na gut, das ist auch in Ordnung, wenn die dann. Was macht denn der hier?
die Papierzüge können auch dort langfahren. Na dann. Oh, haben wir Dampfzaun gehört. So, der muss es aber bringen. Wenn der es nie macht, das Ding fertig zu machen, dann weiß ich es auch nicht. Gut, die Papierzüge, wenn die jetzt dort langfahren, ist in Ordnung. Achso, die sind ja sonst immer hier rumgefahren, ne? Da kann es sein, dass man hier diese drei Gleise vielleicht gar nicht mehr brauchen, wenn sich das hier entspannt. Man könnte natürlich auch die Rückfahrt hier so rumbauen, aber ich lasse das jetzt erstmal so, dass hier jetzt zwei Gleise drauf führen. So hat sich der Stau jetzt hier ein bisschen aufgelöst. Nein. Die Brücken, die sind nervig, weil dort keine Signale draufstehen können. Das verringert den Abstand an der Stelle. Die natürliche Kapazität, das ist auch hässlich hier, was wir hier gemacht haben. Diese Untat korrigiere ich auch nochmal schnell. So, jetzt sieht es ja ein bisschen gut aus. Halt. Hier muss das hin. Ah, jetzt fahren auch die Holzzüge hier auf das Gleis. Sehr gut. So, nutzen jetzt die Dingszüge die Umleitung immer noch. Gleich mal kontrollieren. Ja. Und auch hier unten fahren sie lang. Okay, gut, haben wir Potsdam ein bisschen entlastet jetzt. So, was ist denn jetzt nur los hier? Jetzt ist das sehr schlecht. Jetzt muss das doch mal so langsam. So langsam muss das doch mal. Wir sind eigentlich jetzt mit Nahrungsmitteln. Wird das noch akzeptiert hier? Natürlich wieder nicht. Also wie das da zusammenhängt, dass die da manchmal Nahrungsmittel akzeptieren oder nicht, weiß ich auch nicht. Aber ich mache das jetzt anders. Wir machen einfach jetzt hier per Tüdelung. Gib mir ruhig ein Dislike für diesen Cheat oder so, aber ich mach das jetzt einfach. Immer dieses Rumgemähre mit der Akzeptanz von Nahrungsmitteln. Ja, kann man mal schon einen Eindruck haben, als wollten die Leute gar nicht überleben. Das funktioniert. Kassel hat schon 115.000 Einwohner. Wo ist denn der Bahnhof? Hier hinten. Oh, der ist schon übelst eingebaut. Ach du Scheiße. Müsste man eigentlich auch schon fast U-Bahn reinbauen. Sonst wird das eine geteilte Stadt hier, so ungefähr. 1600 Passagiere, das hatte ich fast gesagt, Besucher. Weil 1600 Besucher ist also eine Zahl von RCT. Schönhorst und Potsdam, die könnten eigentlich mal zusammenwachsen. Die könnten eine Fusion eingehen. Die akzeptieren aber noch Nahrungsmittel. Wie sieht's hier aus? Kiesheim. Nahrungsmittel auch noch. So muss das doch sein. Die haben die einen neuen Bahnhof? Ja. Die haben noch so einen alten. Ich glaube, es gab noch ein, zwei Städte, die mit so zerschranzten Bahnhöfen. Weil die ja kaum wachsen. Hier wäre eigentlich auch schon fast U-Bahn angesagt, aber das lohnt ja, glaube ich, nicht wirklich. Außer, dass die jetzt hier immer eine Straße drüber gebaut haben, aber zum Glück fährt da kein... Auto drüber, habe ich hier schon abgesenkt. Ja. Kiel hat bald die ganze Insel eingenommen. Hier war das nicht. Die haben einen Bahnhof. Die
die haben noch so einen alten, aber die haben auch erst 16.000 Einwohner. Da weiß ich nicht, ob man sich dafür so einen schönen großen, modernen Bahnhof qualifiziert. Na los, ich will jetzt endlich lesen. Kiesheimwald schließt. Ey, komm, Spiel, tu mir den Gefallen. Tu mir einfach den Gefallen. Eichenhafen, die bauen jetzt ja sogar an die Ölförderung ran, also wenn da jetzt was passiert. 3 Millionen Liter Öl. Ich glaube, du kannst da noch 5000 Züge reinstellen, die würden das nicht leer kriegen. Schauen wir hier oben, hier sind 2 Millionen Liter Öl drin. Hier machen wir mal den Wald an, das muss man mit Wald sehen. Oh, ganz schön dicht bewachsen hier. Gucken wir mit den Bäumen an, da sieht die das durch den Wald, übers Gebirge schon gleich viel cooler aus. Auch die Dampflok hier, die jetzt so ein bisschen hier durchfährt durch den Wald, geil. Das ist genau das, was man braucht. Ich spiele das immer aus Gründen ohne den aktivierten Wald, weil das ein bisschen Speicherplatz und Rechenzeit spart dann beim Rendern, würde ich mal behaupten. So, was ist nun hier? Bewertung sehr schlecht, 15%. Ich überlege gerade, ob ich den Fahrplan einfach weglasse, dass der trotzdem regelmäßig pendelt, aber das Ganze so schlecht. Fragen über Fragen. Wie kann man Kiesheim dazu bringen, das Ding dicht zu machen? Ach, wie das schön aussieht. Ich habe immer überlegt, ob man die Abkürzung für die Passagierzüge, ob man die nicht noch weiterführt.